Hey Leute, was geht? Herzlich willkommen hier zurück bei MySheesh. Wir haben bis jetzt ja immer Reviews gemacht oder meine Top 5 Tabaksorten. Und ich habe mir einfach mal gedacht, da das Cars Apo Video als Einsteigervideo da ziemlich gut bei euch angekommen ist, machen wir heute noch ein Einsteigervideo. Und ja, legen wir doch gleich los. Ich habe mir überlegt, was sind die 5 typischsten Anfängerfehler und was sind vielleicht auch die häufigsten Fehler, die ich in meiner Shisha-Anfangszeit gemacht habe. Vielleicht noch kurz zu meinem Setup. Wir rauchen heute in der VUCA mit dem Werkbund Zeus, einem Lotus 1, 3 Kohlen und als Tabak haben wir Freestyle Funk You. Das ist ja ein Traube, Minze mit ja, Blaubeeren, dunkler Beere, Brombeere ist glaube ich noch drin. So ein Mix halt. Das ist ein Burley Tabak, also ein etwas dunklerer Tabak, American Blend eben. Und Leute, was ist das für ein Wetter? Wir haben draußen 35 Grad. Ich sitze nur hier, rauche Shisha und schwitze. Danke dafür. Aber es kommt ja auch keine Abkühlung. Darum soll es heute aber ja gar nicht gehen, sondern wir wollen ja die 5 Anfängerfehler durchgehen. Und verzeiht mir, wenn ich immer mal nach unten gucke, da liegt mein Stichpunktzettel. Ich habe mir da ein paar hochprofessionelle Stichpunkte gemacht, um einfach nichts zu vergessen. Fangen wir doch direkt an mit Fehler Nummer 1 und das wäre beim Kopfbau den Tabak zu fest andrücken oder generell andrücken. Was meine ich damit? Einerseits beim Tonkopf machen ja viele den Fehler, aber die bauen ja viele, bauen ja den Kopf mit den Händen. Und das heißt, die nehmen den Tabak in die Hand, hier zwischen die Finger und drücken den dadurch schon zusammen und dann pressen die den in den Kopf rein, beziehungsweise pressen den zu stark an. Dadurch habt ihr erstens keinen Durchzug und zweitens geht euch da Geschmack flöten. Was meine ich mit zu stark andrücken? Es gibt Sorten, die solltet ihr andrücken, wie zum Beispiel schwarzen Tabak, also alles was Dark Blend sind, weil die einfach sonst zu stark werden. Oder zum Beispiel sehr minzige Sorten, wenn ihr die leicht andrückt, dann habt ihr den Effekt, dass ihr die Minze ein bisschen unterdrückt. Das gilt für Mehrlochkopf wie Funnel gleichermaßen. Wenn ihr das im Funnel andrückt wie sonst was, dann raucht es nicht, dann schmeckt es nicht. Ja? Deswegen immer locker reinfallen lassen und meine Empfehlung für euch, baut den Kopf mit einer Gabel und lasst den Tabak also lockert den auf in der Dose und dann lasst den mit der Gabel über den Rand von der Dose fallen, so bekommt ihr das am fluffigsten hin, verteilt das ein bisschen und dann raucht euer Kopf und schmeckt auch super. Dann Punkt Nummer 2 wäre, die Köpfe nicht nach jeder Session zu reinigen, auszuspülen, auszuwaschen, wie auch immer. Ja, da geht es einfach darum, dass wenn ihr jetzt einen Kopf benutzt habt für eine Session, ihr einen Kopf geraucht habt und ihr euch direkt im Anschluss oder von mir aus auch später denkt, jo, ich rauche noch einen. Und dann kratzen viele den Tabak oder habe ich es auch am Anfang gemacht, ich nehme den Tabak einfach nur raus aus dem Kopf und befülle den neu. Das solltet ihr nicht machen, weil ihr habt dann noch die Rückstände von dem alten Tabak. Ist egal, ob das ein anderer Geschmack ist oder der gleiche, aber ihr habt noch die Rückstände im Kopf von dem alten Tabak, die Molasse, die Tabakblätter. Ihr kriegt ja auch nicht alles weg, auch das Verbrannte nicht 100%. Und dann könnte es passieren, es schmeckt koklisch, es schmeckt noch nach dem anderen Tabak oder es schmeckt einfach, ja, einfach scheiße, auf Deutsch gesagt. Also einfach nicht gut, ja. Deswegen meine Empfehlung, kurz unter fließendem Wasser ausspülen, vielleicht mal mit einer Bürste eine Runde durchgehen, so mache ich das immer. Ich gehe mit einer Bürste durch, Kopf abtrocknen und ja, dann könnt ihr weiter rauchen. Meine Empfehlung hier, gerade bei glasierten Funnel oder allgemeinen Köpfe, immer vorher 10-15 Minuten abkühlen lassen. Das könnte es passieren, wenn ihr kaltes Wasser nehmt oder allgemein kälteres Wasser als der Kopf ja ist, kann der Kopf euch springen, weil der damit nicht klarkommt, dass die Hitze sich so schnell verflüchtigt und dann ja, springt er halt einfach. Dann springt euch die Glasur vom Funnel und ein Tonkopf kann euch auch brechen und das ist nicht Sinn und Zweck der Sache. Dazu eingeschlossen ist allerdings nicht, dass ihr jetzt nach jeder Session das Wasser wechseln müsst. Ja, das ist absolut nicht nötig. Wenn ihr da wirklich mal einen Beigeschmack von dem vorherigen Tabak habt, dann ist das so leicht, das merkt ihr gar nicht, weil das Wasser hat einfach nur eine Kühlungsfunktion. Das bringt halt einfach keinen Geschmack, aber wirklich null. Deswegen ist es auch total sinnlos, Milch in die Bowl zu kippen. Das ist Lebensmittelverschwendung und es bringt euch eigentlich nichts, weil das Wasser hat keinen anderen Effekt, außer zu kühlen. Genau deswegen
reicht das vollkommen aus, wenn ihr euer Wasser einmal am Tag aus der Bowl wechselt. Ja, so mache ich das auch. Und wenn ich dann 3-4 Köpfe rauche, dann rauche ich das mit dem gleichen Wasser. Klar, wenn das jetzt zu stark verfärbt ist durch die Molasse, dann schmeiße ich es auch raus. Punkt Nummer 3 wäre, die Kohle nicht richtig durchglühen lassen. Ich weiß, dass das schwer ist, 15 Minuten oder 10 oder 15 Minuten auf eure Kohlen zu warten. Ja, ihr tut die Kohle auf den Kohlenanzünder und wollt eigentlich sofort losrauchen. Ich weiß, dass das schwer ist, aber ihr tut euch damit echt was Gutes, wenn ihr die Kohle komplett durchglühen lasst. Das hat einfach den Hintergrund, wenn ihr das nicht macht, habt ihr noch schwarze Stellen, die nicht angebrannt sind, und dann schmeckt es einerseits eventuell verkohlt und andererseits zieht ihr einfach viel mehr schädliche Stoffe, die bei der Kohle sowieso genug vorhanden sind, mit in eure Lungen. Deswegen mein Tipp, immer richtig durchglühen lassen. Die 2-3 Minuten habt ihr auch. Ja. Das ist gesundheitlich für euch gut und auch geschmacklich auf jeden Fall der bessere Weg. Mein Punkt Nummer 4 auf der Liste ist, wenn ihr mit Alufolie raucht, machen viele den Fehler und machen falsche Löcher. Das heißt, sie machen die ganze Alufolie voller kleiner Löcher. Das ist auch immer eine Geschmackssache, aber meine Empfehlung ist hier ganz klar, macht lieber große Löcher und dafür wenige. Wenn ihr mit Funnel raucht, kein Loch in der Mitte machen. Ja, das bringt nichts, außer dass ihr Nebenluft quasi zieht. Deswegen lieber größere statt kleine Löcher machen. Dazu zählt aber auch, die Alufolie richtig zu spannen. Ja? Wenn ihr die Alufolie nicht richtig spannt, habt ihr das Problem, dass einerseits in einem Mehrlochkopf kann es passieren, durch den Druck und durch den Zug sinkt euch die Alufolie leicht ab und berührt dann den Tabak. Wenn ihr die Alufolie den Tabak berührt und ihr das nicht overpacken wolltet, kann es passieren, dass es ziemlich ekelhaft verbrannt schmeckt und kratzt und drückt. Das wollt ihr natürlich nicht. Genau das gleiche Problem habt ihr beim Funnel. Wenn ihr die Alufolie nicht richtig spannt, wird die gegen das Loch gedrückt und dann ist euer Durchzug komplett RIP. Deswegen spannt die Alufolie vor, locht die und dann zieht ihr das nochmal rundherum fest, dass ihr eine gute Spannung habt. Um zu gucken, wie gut eure Alufolie gespannt ist, könnt ihr ein 1-Euro-Stück oder ein 2-Euro-Stück nehmen und wenn das auf der Alufolie oben in der Mitte stehen bleibt, dann habt ihr das Ganze super gelocht. Und dann kommen wir zu einem Anfängerfehler, den glaube ich so gut wie jeder von uns gemacht hat. Gerade die etwas ältere Generation will das wissen. Ich bin damit eingeschlossen, ich habe genauso angefangen und das wäre Selbstzünderkohle und eine Kioskpfeife. Wer kennt es nicht, die schönen Selbstzündertabletten, die so wunderbar schmecken in einer Alufolienrolle, die ihr an jedem Kiosk zu kaufen kriegt und dazu so eine richtig billige Blechpfeife, wo ihr 20 Sekunden, 25 Sekunden zieht und dann passiert das. So viel Rauch kommt. Kannst du bitte aufhören, mit deiner Glocke zu klingeln? Danke. Genau das passiert dann. Es kommt kaum Rauch, weil die Kioskpfeifen haben so einen beschissenen Durchzug. Ja? Die sind auch der größte Müll. Die fangen euch an, nach ein paar Wochen wegzugammeln, indem sie einfach rosten und allgemein überall Morast ansetzen. Ja? Investiert da wirklich. Es gibt gute Pfeifen von Amy, I Need You zum Beispiel, die kann ich euch empfehlen. Dazu gibt es den Amazon-Link zum Beispiel auch bei mir in der Beschreibung unten. Für 50 Euro, da habt ihr eine relativ solide Alu-Pfeife, die ist um Welten besser als diese 20 Euro Kioskpfeife. Dann nehmt 30 Euro mehr in der Hand und habt da länger was davon. Zu Selbstzünderkohle. Ja, brauche ich eigentlich nicht viel sagen. Sie schmeckt scheiße, sie stinkt und sie ist absolut nicht gesund. Und sie gibt nicht wirklich viel Hitze ab. Das nächste ist, bei den Kioskpfeifen habt ihr meistens diese Lederimitatsschläuche, die so ein bisschen auf Tradi-mäßig aussehen sollen. Und die Spirale da drin fängt dann einfach an zu gammeln. Und wenn ihr sie auswascht, was ihr eigentlich nicht machen solltet, fangen sie noch mehr an zu gammeln und dann zieht ihr euch richtig schön Dreck mit rein. Das schmeckt natürlich super lecker. Ja, an der Stelle war es das auch schon von mir. Das waren meine 5 oder meine Top 5 Anfängerfehler, die so gut wie jeder Shisha-Raucher macht.
Ich hoffe, wenn ihr Anfänger seid und das Video jetzt gesehen habt, dass ihr diese Fehler vermeiden könnt und sofort Spaß mit eurer neuen Pfeife habt oder sofort Spaß beim Shisha-Rauchen habt. Denn das so ist ja das Ziel, dass es euch schmeckt, dass ihr Spaß dabei habt und dass ihr einfach gemütlich chillen könnt, ohne dass es verbrannt schmeckt, nach Kohle schmeckt oder einfach generell scheiße schmeckt. Und dann bleibt mir nichts weiter zu sagen, außer lasst mir gerne ein Like da. Über ein Abo würde ich mich riesig freuen. Ja, die Road to 100 hat begonnen. Wir sind jetzt aktuell Aufnahmezeitpunkt am 10. August bei 95 Abonnenten, also nur noch 5 Leute. Und dann haben wir 100 voll. Und dann hoffe ich, dass ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Und bis dahin, macht's gut. Bis zum nächsten Mal hier bei MySheesh.